Zutaten für Jambalaya: Knoblauch, reichlich Oregano, Chorizo, Lorbeerblätter frische, Ingwer klein geschnitten, hier Gemüsebrühe, Wild- und Naturreis, Garnelen, Ingwer klein geschnitten, Zwiebeln klein geschnitten, Paprika klein geschnitten, Stangensellerie sieht man da oder Staudensellerie, Hähnchenbrust in kleine Würfel geschnitten, den Oregano, den ich eben gesagt habe, und hier die Frühlingszwiebeln. Dazu kommen noch die scharfe Paprika-Curry, Tomatenmark, und das werden wir jetzt alles mal schön bearbeiten und verarbeiten. Es ist sensationell, Jambalaya. Also erstmal Olivenöl, hier Chorizo richtig schön scharf anbraten. Man sieht, dass das schon direkt Farbe gibt. Dann immer mit einem Schaumlöffel das Fleisch rausnehmen. Jetzt die Garnelen in diesem Öl, was die Farbe des Chorizo angenommen hat. Und nichts von dem Fleisch komplett durchgaren, weil das kommt alles nachher noch nur anrösten, damit es schon mal den Geschmack annimmt. Auch bei dem Hähnchen, das wird auf gar keinen Fall durchgegart. Das kommt nachher nochmal am Ende der Reiskochgarphase nochmal rein. Da kommen auch keine Gewürze dran, gar nichts. Das passiert alles während des Schmorvorganges. So, wenn Hähnchen so halbwegs durch ist, also wirklich nur halbwegs, dann fangen wir mit dem Gemüse an. Zwiebeln, Staudensellerie, Ingwer, Knoblauch schön andünsten, Paprika dazu, Oregano dazu und reichlich Tomatenmark. Curry und Paprikapulver, Salz, Pfeffer. That's it. Dann Reis nach Wahl. Ich habe hier Natur- und Wildreis genommen. Da kommt dann die doppelte Menge Flüssigkeit dazu. Also eine Tasse Reis war das. Da habe ich jetzt hier eine Tasse Gemüsefond genommen und eine Tasse einfach Wasser. Lorbeerblätter sieht man noch. Dann köcheln lassen, also so erhitzen, dass es wirklich nur so blubbert, wie man hier sieht. Es dauert dann bei dem Wild- und Naturreis, das dauert schon 40 Minuten, so 35 Minuten ungefähr, bis die Flüssigkeit absorbiert ist. So, wenn das soweit ist, so kurz vor Schluss, dann kommt das ganze Fleisch nochmal dazu. Also Hähnchenbrust, Chorizo und die Garnelen. Alles nicht ganz durchgegart, wohlgemerkt, weil das wird dann nochmal mit Deckel drauf weitere 3, 4, 5 Minuten zu Ende gegart und das Fleisch kriegt dann eben, weil es schon eine halbe Stunde draußen gewartet hat, in Anführungsstrichen nochmal richtig Hitze drauf. Ne? So, und das war's, dann ist das Essen fertig, dann wird alles wunderbar durchgerührt, ganz saftig. Die Flüssigkeit ist absorbiert, aber trotzdem ist alles, man sieht das förmlich, wie toll das auch aussieht. Und dann ist das Essen im Prinzip fertig, angerichtet. Ganz, ganz tolles Essen, dieses Jambalaya. Und dann kommen nachher noch Frühlingszwiebeln drauf. Man kann wahrscheinlich auch noch Kerbel oder Petersilie, also irgendein Kraut seiner Wahl drauf machen und das war's. Sensationelles Essen. Richtig gut.